Hallo Mädels, da bin ich mal wieder mit einem Video. Ich möchte euch heute mal ein bisschen ein Kraftupdate geben, was ich so in den letzten Tagen, Wochen gebastelt habe, damit ich auch mal einfach das abgedreht habe und auch verschicken kann. Als allererstes möchte ich euch diese Karte zeigen. Das ist der Umschlag. Da habe ich also eine Schablone benutzt, um das da drauf zu zeichnen. Dann habe ich dieses Mädel koloriert, habe da das mit dem Cupcakes und hier ein Glücksschwein mit einem Kleeblatt. Das Kleeblatt habe ich ausgestanzt und so draufgeklebt, als hätte das Schweinchen das Kleeblatt in der Hand. Diese Karte ist für meine Tochter, die morgen 40 Jahre alt wird. Meine Tochter, wir werden am Samstag dann feiern und wir schenken meine kleine Tochter oder meine jüngere Tochter, sagen wir es mal so, und ich, wir schenken ihr ein Wellnesswochenende, was sie mit uns, mit mir und meiner und ihrer Schwester sozusagen verbringen kann. Wir haben also uns das so gedacht, 1, 2, 3, Punkt, 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 die Jahre, ne? Und dann kann man das hier aufklappen und da steht dann unten drunter die 40. So habe ich mir das gedacht. Die Karte musste in A5 sein, weil wir für meine Tochter einen Einleger gebastelt haben, in dem sie dann, der hineingelegt wird, wo der Ablauf von dieser Reise ist. Dieses Wellnesswochenende wird im Februar stattfinden und es wird beginnen an meinem Geburtstag, weil ich habe dieses Mal an einem Freitag Geburtstag und genau zu diesem Zeitpunkt haben wir das gebucht und da denke ich, das wird ganz hübsch werden und ja, das ist die Karte für meine Tochter. So, und dann habe ich gestern, also die Tage jetzt bei der Very Important, das Video gesehen zu dieser Explosionsbox. Und da meine Enkeltochter im Februar 18 Jahre alt wird, habe ich mir gedacht, das bastel ich nach. Und die ist wunderschön. Ich habe die gehalten in Schwarz und Silber, weil ich glaube, meine Enkeltochter steht nicht so auf Gold. Und ja, zeige ich euch jetzt einfach, da steht Happy Birthday, das habe ich mit 3D aufgeklebt, dieses Papier habe ich ausgeschnitten, das wird sich dann im Inneren der Box wiederfinden und jetzt machen wir die mal auf und ich zeige euch das einmal, so fällt die dann auseinander. Hier steht dann auch noch einmal Happy Birthday, ich habe diese schwarze dann hier unten drunter noch einmal genommen, dass ich das ein bisschen da abhebe, das sind also dieses Papier. Hier habe ich mir dann einen kleinen Umschlag gebastelt, wo ich dann meine persönlichen Glückwünsche reinstecke und hier ist diese Tasche aufgeklebt, in diese Tasche werden die Geld, dass wir das Geld reinkommen, so der Geldschein so und ja, ich fand das total genial mit dieser stehenden Wand da und das hat mir sehr gut gefallen und da dachte ich mir, das bastel ich nach und danke Very Important, du hast ein wunderschönes Tutorial gedreht zu dieser Box. Und es war wirklich auch ganz einfach. Ich fand es nicht chaotisch, weil sie immer gesagt hat, das ist ein chaotisches Video. Nein, ich fand es nicht chaotisch. Ich habe es mir halt angeschaut und habe es halt nachgebastelt und es hat funktioniert. So, dann habe ich einige Karten gebastelt, die ich euch zeigen möchte. Hier habe ich diese Karte benutzt aus dem Action-Papier. Was diesen Männerblock da, den es da jetzt gibt, wo alle davon sagen, ja, da kann man endlich mal über Männerkarten basteln und den habe ich da benutzt und das ist diese Karte da draus geworden. Ich habe eine 13x13 Karte genommen, habe das dann da aufgeklebt und alles mit 3D aufgeklebt und für einen Mann ist das ganz hübsch, ne? Man hat ja immer Probleme für einen Mann eine Karte zu finden. Dann habe ich mir diese Karte noch gemacht. Ich habe da so 3D-Stanzblöcke gehabt und dann dachte ich mir mal, die bastel ich jetzt mal nach. Das mache ich jetzt mal noch fertig. Ich habe schon ein paar gebastelt, die habe ich auch schon verschickt und dieses Mal sollte es jetzt diese noch fertig werden. Wie gesagt, damit es auch einfacher mal auch verbastelt wird, was man alles immer so kauft, gell? Dann habe ich diese Karte gebastelt. Das ist ein blaues Transparentpapier. Und ich hatte eigentlich nach einer Idee gesucht und dann dachte ich mir, das ist auch ein Transparentpapier. Ich schneide die Wolke aus, setze den Teddy da drauf und ja, es steht da auf dem goldenen Aufkleber drauf, sammeln Momente und nicht Dinge.
Und das fand ich ganz passend. Ich habe hier diese Glue, Mini-Glue-Dots benutzt. Das finde ich jetzt nicht gerade unbedingt so schön, dass man das sieht. Ich weiß jetzt, hier habe ich es mit, hier habe ich das ja auch benutzt, diese Transparent. Und ich habe das mit so einem Kleber aufgeklebt. Hat mir die Lisa, Luki Mama 1107, gesagt, dass man es damit aufkleben kann. Das sieht man nicht, habe ich getestet, funktioniert einwandfrei. Werde ich in Zukunft immer so machen. Dann hatte ich die. Dann habe ich diese Karte gebastelt. Wie gesagt, in der nächsten Zeit geht das ja richtig los. Ne? Komischerweise haben sie alle jetzt Geburtstag. Habe ich diese Karte gebastelt, auch eventuell habe ich mir die Taschen nachgebastelt. Diese Anleitung habe ich gefunden bei, ich habe eingegeben Karten basteln. Und da war ich gelandet bei der Dame, die da heißt Meine Bastelwelt. Und die hat diese Karte gebastelt, mit den Taschen. Und ich fand das total hübsch. Und ja, habe ich nachgebastelt, finde ich toll. Dann habe ich mir diese Oxidkissen ja gekauft und habe die natürlich auch immer testen wollen. Und habe mir jetzt da diese Karte gemacht. Ich habe die Karte mit embossed, mit dem blau-lila so, ne? Weil hier ist ja auch lila dabei und dann noch ein paar Blinksteine drauf. Auf eine A5-Karte das Aquarellpapier drauf gemacht, mit diese Farben sind Verlauf, habe ich mit diesen Oxid-Stempelkissen gemacht. Wunderschön. Also ich bin total, wir sind jetzt schon so ein bisschen alle, ein bisschen so der totale Fan von diesen Oxidkissen. Ja, finde ich total. Man kann, wenn man das passende Papier nicht hat, macht man sich das Papier halt passend. Das habe ich nachgebastelt, da habe ich die Lisa, Luki Mama 1107, Instagram, postet immer so schöne Karten und ich wollte da mal auch so eine basteln und habe sie dann gefragt und sie hat mir dann ein Tutorial geschickt, wie die gefaltet wird und wie die jetzt gemacht wird. Und manchmal stelle ich mich ein bisschen doof an oder stumm mich schwer, sagen wir es mal so. Ja, dann habe ich da noch ein paar Steinchen draufgeklebt und damit es nicht ganz so kalt ausschaut, fand ich sehr schön. Ja, ich habe meinen Kollegen allen im Büro bei mir und guten Freunden allen einen Tischkalender gebastelt und habe jetzt noch sehr viele übrig. Ich hatte 20 Stück. Ich musste 2x10 kaufen, weil ich hatte zum 12 gebraucht. Und jetzt habe ich dann noch ein paar übrig. Die habe ich jetzt noch fertig gemacht. Einmal in Blau. Dann habe ich einmal diesen in Grün. Dann habe ich einmal dieses Grün. Dann habe ich einmal in Cremefarben. Fand ich auch sehr hübsch. Da ist ein Haar drauf. Von mir so, ne? In Cremefarben. Dann habe ich so einen, ja, pink ist es ja nicht. Rot ist es auch nicht. Ich würde es mehr so Beerefarben nennen. Finde ich eine sehr schöne Farbe. Gefällt mir sehr gut. Nochmal einen grünen, also mit den grünen haben wir es ein bisschen. Und ich muss auch sagen, es gibt viele Leute, die unbedingt grüne Kalender haben wollen. Ne? Und und einen in Rot. Und dann habe ich jetzt noch diesen lilanen gebastelt. Zu diesem lilanen gibt es folgende Geschichte. Ich habe der Jenny, das ist Lila Berschi auf Instagram, einen Kalender gebastelt und habe ihr den zugeschickt mit meinen Weihnachtsgrüßen in einem Umschlag. Und ich habe mich schon immer gewundert, dass sie nicht schreibt. Dann habe ich sie mal gefragt und sie sagt, oh nein, ich habe keine Post von dir bekommen. Ja, ärgerlich, sehr ärgerlich. Dann habe ich mir gedacht, okay, bastelst nochmal einen, weil sie liebt Lila, machst du Lila und Kawaii, jawohl. Und am 8. Januar hat mir dann die liebe Jenny geschrieben, dass ihr Kalender angekommen ist. Und zwar hat der Postbote den beim Nachbarn in den Briefkasten gesteckt und der Nachbar war im Urlaub. Ja, ist erst am 8. wiedergekommen und dann hat also die liebe Jenny ihr Paket, ihren Umschlag, dann ihren Kalender doch noch bekommen und auch ihre Weihnachtsgrüße. Und ja, alles gut. Dann habe ich noch eins, was ich euch jetzt zeigen möchte. Das habe ich schon länger gebastelt. Ich habe aus diesen Actionblättern, Blöcken und aus diesen 3D-Stickern ein Album
und eine Buchbox gebastelt. Ich habe bis jetzt das, ich habe also aus allen gemacht, aus Mickey Mouse, aus Winnie Pooh, den habe ich der lieben Jenny Lila Berschi geschickt, die ist so ein Winnie Pooh-Fan. Also ich hatte aus all diesen 5 Blöcken ein Buch, eine Buchbox und ein Album gemacht und das ist jetzt noch übrig. Und ich würde das auch gerne mit jemandem mal tauschen, würde das auch gerne jemandem schicken, der daran Interesse hat, so etwas zu sehen. Ich zeige euch kurz dieses Album. Ich glaube, das kann ich euch so zeigen. Das geht so, also das ist eigentlich so ein bisschen ganz einfach gehalten. Es ist gar nicht viel Action dabei. Hier kann man dann immer etwas hineinstecken. Das kann man hier so aufklappen und so aufklappen. Und ja, dann haben wir das hier noch einmal. Hier kann man auch wieder was hineinstecken. Hier kann man das so aufklappen. Da kann man noch eine Tasche, habe ich noch gemacht. Das ist einfach nur zur Zierde eingeklebt. Ich habe einfach das Papier einfach nur verarbeiten wollen, weil es wird ja nicht besser, wenn es im Schrank liegt. Und dann das noch und so noch. Und hier kann man dann auch noch was einstecken. Also ich habe das, ja, das ist also dieses Album. Das ist das Album von Anna und Elsa. Und das hier ist die Buchbox. Ich habe das ein bisschen in Folie eingepackt, dass es nicht kaputt geht. Das ist die Buchbox dazu. Und ich möchte das auch bitte, also wenn ich es abgebe, gebe ich es nur gesamt ab. Also es soll dazugehören. So ist die Buchbox gehalten. So habe ich die Buchbox gebastelt. Und ich finde, die schon, sind schon sehr schön. Aber es wird ja nicht schöner, wenn es bei uns im Schrank liegt, sondern wir wollen ja unsere Bastelarbeiten auch gerne jemanden geben, der es benutzen könnte und der sich darüber freut. So, Mädels, das war jetzt mein Video zu meinem Kraftupdate. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns bald wieder. Bye, bye, Mädels. Macht's gut, lasst es euch gut gehen, gell?